Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So, was wir jetzt machen werden, wir werden hier eine Einladung, eine Einweihung ausführen, und zwar eine zweite Einweihung. Dvija bezieht sich auf die zweite Geburt. Genau wie wenn jemand geboren wird und er von den Eltern eine neue oder seine Identität bekommt in Form des Namens, des Nachnamens und so weiter. Und von den, normalerweise von den Eltern alles lernt, was notwendig ist. In der gleichen Weise heißt es, dass man im Leben zwei Geburten nehmen muss, um erfolgreich zu sein. Und die erste Geburt ist die materielle Geburt. Das heißt, so wie wir, wie es auch üblich ist unter den Tieren, immer Vater und Mutter, Brüder und so weiter. Und in der gleichen Weise haben wir auch durch unsere Geburt, durch unser Karma, sind wir geboren in einer bestimmten Familie, in einer bestimmten Umgebung. Und mit einem bestimmten Karma, das heißt, wir bekommen ein gewisses Maß an Freude und Leid. Und in der gleichen Weise, heißt es, in der menschlichen Form sollte man eine zweite Geburt nennen. Das ist die spirituelle Geburt. Und genauso wie wir Vater und Mutter haben, um Geburt zu nehmen, oder die Vater und Mutter notwendig sind, um Geburt zu nehmen, in der gleichen Weise benötigen wir für die zweite Geburt, für die spirituelle Geburt, Vater und Mutter. Krishna ist der natürliche Vater oder sein Repräsentant, der spirituelle Meister. Und die Mutter ist Shruti, die Heilige Schrift. Srila Prabhupada erklärt, genau wie jemand die Identität seines Vaters, wie jemandem die Identität seines Vaters offenbart wird durch die Autorität der Mutter. In der gleichen Weise offenbart uns Mutter Veda, die vedischen Schriften, auch die Identität unseres höchsten Vaters. Und genau wie wir, wenn wir geboren werden, einen Namen bekommen, eine Identität bekommen, alles bekommen, in der gleichen Weise ist auch in der zweiten Geburt so, dass wir einen neuen Namen bekommen, der sich auf unsere spirituelle Identität bezieht. Und wir lernen alles in Bezug zu unserer spirituellen Identität, das ewige spirituelle Seele, in der Beziehung zur höchsten Seele, zur höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna. So, Einweihung bedeutet Anfang. Und was lernen wir vor allen Dingen in dieser, in dieser neuen Geburt? Uns zu ergeben. Zu ergeben zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Als bedingte Seelen werden wir geboren als rebellische Seelen. Das heißt, wir sind ja alle erschienen in dieser materiellen Welt. Durch unsere rebellische Haltung gegen die höchste Persönlichkeit Gottes. Das ist der Grund unserer Geburt in der materiellen Welt. Ursprünglich sind wir ewige Diener Krishnas. Wir sind sozusagen die Kinder Gottes. Aber durch unsere rebellische Haltung, nämlich Ahamameti, ich und mein, unabhängig zu sein, unabhängig zu genießen und selber im Zentrum zu stehen, wurden wir gezwungen, in der materiellen Welt Geburt zu nehmen. Und durch die zweite Geburt, die spirituelle Geburt, wird uns die Möglichkeit gegeben, diese Haltung wieder zu korrigieren. Wieder unsere ganz natürliche, ewige veranlagungsmäßige Position als ewige Diener Krishnas wieder zu erwecken. Das ist nicht etwas Künstliches, was uns aufgedrängt wird, sondern dass die ganz natürliche Position der ewigen Seele, ein ewiges Teil Gottes, dem höchsten Herrn in Liebe zu dienen. Und wenn man diese ursprüngliche, natürliche Beziehung zu Gott wieder zu erwecken, dann führen wir hingebungsvollen Dienst aus, in der Praxis. Das heißt, wir lernen den hingebungsvollen Dienst. Das heißt, es, die Prabhupada uns das erklärt, dann merkt er dann hin. Nektar der Hingabe, Bhakti Rasamrita des Hindu, ist es im Grunde ein sehr komplexer Vorgang. Deshalb hat Prabhupada, Nektar der Hingabe, ist im Grunde ein Buch von Srila Rupa Goswami.
Also da hat Powerpoint uns eine Zusammenfassung von gegeben. Ja, und er hat diesem Buch den Titel gegeben, die vollständige Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes. Ja, und Sheila Powell hat immer davon gesprochen, dass der hingebungsvolle Dienst, das spirituelle Leben, eine große Wissenschaft ist. Und diese Wissenschaft gründet, wie wir schon erklärt haben, auf den vedischen Schriften. So, wir haben in unserer Tradition haben wir zwei Einweihungen, spirituelle Einweihungen. Ursprünglich war es eine. Aber unsere Acharyas haben diese eine Einweihung umgewandelt in zwei Einweihungen. Das ist die Harinam-Einweihung, bei der wir den heiligen Namen bekommen vom spirituellen Meister. Den Vorgang des heiligen Namens zu chanten bekommen. Und uns verpflichten, diese heiligen Namen regelmäßig zu chanten, jeden Tag. Und bestimmte Prinzipien zu befolgen, um uns auf der Ebene der Erscheinungsweise der Tugend zu halten. Und die zweite Einweihung, die Brahmin-Einweihung, die eigentliche Einweihung, ist die Einweihung, aber interessanterweise erklärt, dass die erste Einweihung besteht im Grunde darin, dass der Schüler den spirituellen Meister akzeptiert. Und die zweite Einweihung besteht darin, dass der spirituelle Meister den Schüler akzeptiert. Das heißt, die erste Einweihung ist eine Form von Vorbereitung. So, wenn der spirituelle Meister, der Guru sieht, dass sein Schüler diesen Vorgang befolgt, erfolgreich befolgt hat, und seine guten Qualitäten entwickelt hat, die in der Bhagavad Gita sehr ausführlich beschrieben werden. Im 18. Kapitel der Bhagavad Gita erwähnt Krishna in den Vers Amodamattapa socham shanti raja vanevacha kyanam vijanam astikam brahma karma svabhavacham. Brahma karma svabhavacham bedeutet, ist ein Brahmana, das heißt ein erstklassiger Mensch, mit diesen neuen Qualitäten arbeitet. Shamo bedeutet, dass der Brahmana friedlich ist. Er hat einen friedlichen Geist. Er hat keinen aufgewühlten oder agitierten Geist, sondern hat einen sehr friedlichen Geist. Shamo Dhamma. Dhamma bedeutet, dass er seine Sinne kontrollieren kann. Dass er nicht ein Diener der Sinne ist, Godasa ist, sondern Goswami ist. Das bedeutet das nicht, dass wir unsere Sinne unterdrücken, sondern dass wir lernen, unsere Sinne im Dienste Krishnas zu beschäftigen. Shamo Dhamma Dhamma. Tapa bedeutet Buddha. Ist das deutsche Wort? Entsagen. Ist Entsagen. Tapa. Dass wir nämlich bereit sind, uns Schwierigkeiten aufzulegen, freiwillig Schwierigkeiten aufzulegen, um ein höheres Ziel zu erreichen. Einige dieser Personen sind zum Beispiel, dass er morgens sehr früh aufsteht und sich mit den spirituellen Praxen spirituellen Praktiken schon ganz früh beschäftigt. Und im Grunde heißt es sogar in den Shastras, dass die Stunden, circa 2,5 bis 2 Stunden vor Sonnenaufgang, dass es die glückverheißendste Zeit ist, sich mit spirituellen Praxis zu beschäftigen. Hören, chanten, verehren und so weiter. Shamo Dhamma Dhamma Socham. Socham, ein Brahman ist auch bekannt als Suchi. Suchi bedeutet es rein. Er ist innerlich und äußerlich rein. Genauso wie wir nehmen regelmäßig ein Bad oder wir putzen uns die Zähne und so weiter, wir rasieren uns, um uns sauber zu halten. In der gleichen Weise heißt es, dass wir auch uns innerlich reinhalten sollen. Genau wie wir nach einiger Zeit auf der Oberfläche unseres Körpers so viele Unreinheiten ansammeln, in der gleichen Weise sammeln wir auch Unreinheiten in unserem Herzen an. Und der Vorgang, wie wir diese Unreinheit im Herzen beseitigen, uns davon reinigen, ist das Chanten und Hören der heiligen Namen des Herrn. Socham. Und dann Samodama Tapa und Socham. Samodama Tapa Socham. Shanti. Shanti, der Brahmana, ist dafür bekannt, dass er sehr tolerant ist. Er kann inmitten von großen Schwierigkeiten nicht aus der Fassung gebracht werden. Sehr tolerant.
Dein heißt es Ajavan. Ajavan bedeutet, das ist eine sehr wichtige Qualität. All diese Qualitäten, wie es in Bhagavatam heißt, gehen rapide verloren in diesem Zeitalter des Kali Yuga. Ajavan bezieht sich auf Wahrhaftigkeit. Ein Brahmana ist wahrhaftig. Er spricht die Wahrheit. Und da gibt es verschiedene Ebenen von Wahrheit, die relative Wahrheit und die absolute Wahrheit. Das ist die absolute Wahrheit, kann man nur kennen, wenn man Krishna kennt. Die höchste persönliche Wahrheit, die höchste persönliche Gottheit, die absolute Wahrheit kennt. Und in dem Fall kann man wirklich wahrhaftig sein. Jnana ist eine andere Qualität eines Brahmanas. Ein Brahmana ist normalerweise gelehrt. Und er ist sehr angezogen vom Wissen. Wissen aufzunehmen, Wissen zu studieren und Wissen weiterzugeben. Deshalb ist eine ganz natürliche Funktion in der Gesellschaft, dass er lehrt, dass andere lehrt. Und dann Vigyan, Pachita Pavati übersetzt als Weisheit. Dann lehrt man nämlich weiß, wenn man das Wissen praktisch anwendet. Nicht nur theoretisches Wissen hat, sondern auch weiß, wie man dieses Wissen praktisch anwendet. Und dann Astikyam, bezieht sich auf Religiosität. Nicht Religiosität in dem Sinne, wie wir es hier verstehen normalerweise, sondern Pavana erklärt, Religiosität bedeutet, dass man bestimmte Dinge akzeptiert und sie beibehält und niemals von diesen Prinzipien abweicht, selbst inmitten großer Gefahren und selbst inmitten selbst im Anblick des Todes ist ein Brahmana, steht ein Brahmana immer zu seinen Prinzipien. So, das ist etwas sehr Wichtiges. Brahmanas zu haben in der Gesellschaft ist sehr, sehr wichtig. Und die Brahmanas werden auch verglichen mit dem Kopf des sozialen Körpers. Genau wie unser Körper. Es gibt verschiedene Abteilungen im Körper. Der Kopf, wo die Intelligenz ist. Und auch wichtige Sinne befinden sich im Kopf. Der Gehörsinn, der Sehsinn und so weiter. Und dann die Arme, die den Körper verteidigen.